Wer war Yosima? Wer war Yosima? Wenn sie überlebt hätte, wäre sie heute 21 Jahre alt. Erzählt im Jahr 1950 Yosimas Cousine Rachel Euerbach. Ihr Name wäre sicher überall berühmt geworden, wo Juden leben. Sie hätte weltweit die Liebe Hunderttausender von Menschen genossen. Yosima Feldschuh, die 11-jährige Pianistin des Warschauer Ghettos. Am 5. April 1942 fand Yosimas letztes Konzert im Ghetto statt. Darüber erzählt ihr Vater Reuven Feldschuh in seinem Tagebuch. Yosima wurde krank. Ihr Zustand verschlechterte sich. Dennoch erklärten wir uns auf Bitte der Musiker und auf Yosimas eigenen Wunsch hin einverstanden, dass sie ein weiteres Konzert spielen dürfe. Nur noch eins, das Concerto in D-Dur von Beethoven. Nach Meinung von Sachverständigen hat man dieses Konzert noch nie mit einer solchen Virtuosität gehört. Auch im Café Stucker, wo Yosima mit ihrer Lehrerin auf zwei Klavieren dafür übte, ließ man sie nicht in Ruhe. Zahlreiche Künstler und ein großes Publikum versammelten sich allmorgendlich, wenn sie zu den Proben erschien. Sie hörten ihr wie gebannt zu und ehrten sie mit tosendem Beifall. Und wenn die Kleine dann von Begeisterung erfüllt nach Hause zurückkehrte, glühte in ihr ein inneres Feuer. Das Feuer der Zufriedenheit, das Feuer des Sieges. Sie erfüllte und es erfüllte sie vor allem mit der Hoffnung auf bessere Tage, wo sie in Amerika und Eretz Israel vor Grafen und Ministern auftreten würde, vor Juden und Christen, vor einfachen Arbeitern und Gelehrten und sie alle ihr Spiel bewundern, sie verehren und nach ihren Wünschen und Ambitionen fragen würden. Und dann wollte sie immer antworten, ein freies Volk in einem freien Land zu sein. Ich habe sie lange umarmt. Einer nach dem anderen kamen die Musiker des Orchesters zu mir und gaben ihrer Wertschätzung Ausdruck. So etwas hätten sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gehört. Und sie, meine Tochter, sitzt immer noch ganz nah vor dem Klavier, als seien sie und das Instrument ein einziges Ganzes, als sei das Klavier die Fortsetzung ihres Körpers. Als fühle sie jede Schwingung, jeden Schweißtropfen und jedes Echo seiner Saiten. Über Yosimas trauriges Ende erzählt ihre Cousine Rachel. Am Vorabend des Pessach und des Osterfestes, dem Vorabend des Warschauer Ghettoaufstandes, begleitete ich Yosima zu einer Untersuchung bei einer Lungenfachärztin. Das Urteil der Spezialistin war kurz und bündig. Da gäbe es nichts zu retten. Yosimas Lungen seien durchlöchert wie ein Sieb. Ihr blieben nur noch wenige Tage. Sie würde vielleicht noch eine Woche leben oder nicht einmal das. Hinter von außen verriegelten Türen, hinter von Vorhängen verdeckten Fenstern vollzog sich das schreckliche Abschiedsdrama der Eltern von ihrer Tochter. Yosima verstand, dass sie sterben würde und verabschiedete sich von uns allen. In der Dunkelheit des Gartens hinter dem Haus wurde sie ohne Sarg in einer schmalen Grube beigesetzt, in ihrem Nachthemd, in verklumpter Erde unter einem jungen Baum. Der Abend war wunderbar, weil ich glaube, dann ist ein Abend wunderbar, wenn man die absolute Aufmerksamkeit des Publikums spürt. Es war ja so leise, es war ja so zugewandt, das Publikum. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer wieder neue Wege zu suchen, wie wir vermitteln können. Und ich finde, dass über diese Musik, die quasi entdeckt wird, die in diesen
ja häufig sehr privaten Umfeld entstanden ist und dass man die Geschichten dahinter erzählt, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Menschen auch für die Thematik überhaupt zu erwecken. Und deshalb war ich sehr, sehr gerne dabei und ich habe selber auch so vieles gelernt und bin so begeistert von dieser Musik, die jetzt auch gespielt wurde und die komponiert wurde und über die traurigen Geschichten, die so unterschiedlich sind, aber die alle das Ziel haben, dass wir uns erinnern müssen, weil wenn wir uns nicht erinnern, wie wollen wir die Gegenwart und die Zukunft speisen?